Jo, meine Freunde, wir haben Tag 2 der Abnehm-Challenge und gestern habe ich bis auf die beiden Thunfischdosen und das Essen, was ich da gekocht habe, habe ich nichts weiter gegessen. Da habe ich quasi den ganzen Tag über von gegessen. Wir haben jetzt gerade 16.26 Uhr. Ich habe bis jetzt noch nichts gegessen. Ne? Klar, ich war lange auf, deswegen sonst so eine Thunfischdose habe ich quasi, ich weiß gar nicht, um 2 oder so habe ich noch eine gegessen gehabt. So. Ne? Also eine von den zwei habe ich gestern Anfang heute Morgen um 2 gegessen. So, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, wie geht's mir bis jetzt? Klar, man merkt es irgendwo, dass kein Zucker reinkommt, aber noch ist easy going. So, bis jetzt geht's. Ich werde mir später Chicken Wings machen. Die mache ich im Opti-Grill. Ja. Ich zeige euch heute noch meine Supplements, die ich nehme. Weil ein paar Leute hatten in den Kommentaren geschrieben, hier wegen Supplements und so weiter. Einer meinte so, auf das gesunde Essen Parmesan kippen. Guck mal. Die Diät funktioniert so oder die Ernährungsumstellung funktioniert so, ja. Du isst keine Kohlenhydrate und dafür isst du fettig und proteinreich, ne? Das ist das Ding. Ja, dann gehen wir mal kurz rüber. Ich zeige euch mal eben den Opti-Grill hier. So, versteckt hinter meinen ganzen Subs. Ja. Das ist das gute Ding, dass der Opti-Grill, was ist das? XL, ja. Ja, meine Freunde, mit dem Ding mache ich dann später die Chicken Wings. Dazu grill ich, glaube ich, auch nochmal Gemüse, ja. Aber noch nicht. Ich werde mir noch ein paar Nüsse besorgen. Ich habe ganz vergessen, mir ein paar Nüsse zu besorgen. Das werde ich noch tun. Und ja, es regnet nicht und es soll erst ein paar Stunden regnen. Deswegen werde ich bei 2 Grad, die wir so haben gerade, werde ich mit der Harley ein bisschen durch die Gegend fahren noch. So ein Stündchen oder so. Und ja, wenn ich dann wieder zu Hause bin, fange ich dann mit dem Kochen an. Ne? Fürs Harley-Fahren, ich würde euch mitnehmen, aber. Ja, ich glaube, das Wetter ist nicht gut genug dafür. So kann jederzeit pissen. Ich guck mal, ja. Vielleicht nehme ich euch gleich mit. Einfach. Mal schauen. Also, wir sehen uns dann spätestens bei den Chicken Wings wieder. Bis später. Ciao, ciao. Peace. Jo, moin Leute. Der Einkauf hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir. Muss mal eben gucken. 18 Uhr. 26, 18:26 Uhr, Männer, und ich habe immer noch nichts gegessen. Ich musste noch ein paar Sachen nachträglich kaufen. Dass es jetzt so lange gedauert hat, das liegt daran, ich musste meiner Mutter ein bisschen helfen. Ein paar Sachen für sie wegbringen und erledigen und so. So, eigentlich wollte ich ja heute Chicken Wings machen, ne? Aber ich habe da was anderes bekommen. Nämlich Fisch. So, ich zeige euch das mal. Umgedreht. Da habe ich gestern noch Sachen mitgeschmiert. Nee, ich habe ein paar Nüsse gekauft, ne? Die sind nämlich echt wichtig, wenn du Low Carb machst, beziehungsweise Anabole Diät bzw. Atkins Diät, ne? Habe ich hier einmal Paranüsse, kalifornische Mandeln und sehr, sehr teuer Macadamia. Hätte ich normalerweise von Seeberger geholt, weil ungesalzen und so, aber scheißegal. Ja, und dann norwegischen Lachsfilet. Das Ding haue ich mir jetzt gleich auf jeden Fall bam in den Opti-Grill, ja? Wird auf jeden Fall ganz nice, denke ich. Und das wird aber für heute nicht reichen. So, ne?
für den ganzen Tag ist das ein bisschen wenig. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Chicken Wings nachballern, eine Portion, so 500 Gramm oder so. Und ja, dann mache ich natürlich noch mal ein bisschen Gemüse dazu. Ne? Ich habe ja noch 3 Zucchini oder so. Dann mache ich mir, keine Ahnung, grille ich noch mal 2 Zucchini mit im Opti-Grill hier. Dann ein bisschen Olivenöl drauf oder Mandelöl drauf. Ich habe auch noch Mandelöl hier. Ja, bisschen Knoblauchgranulat oder frischen Knoblauch drauf. Muss ich mal gucken, ob ich da Bock drauf habe. Und ja, ein bisschen Paprika edelsüß und so. Und dann schmeckt auch das Grillgemüse lecker, ne? Ja. Aber jetzt hau ich erstmal den Lachs auf den Grill, wa? Also, bis gleich. So Leute, noch eine Sache. Während der Opti-Grill hier jetzt vorwärmt, zeige ich euch noch mal kurz ein paar Subs, die ich nehme. Ne? Weil ein paar Leute haben auch geschrieben, ich sollte Subs nehmen und so weiter. Guck mal, ich nehme hier Omega-3. Ne? Ja, die vom Big Zone, die sind sehr gut dosiert. Da stimmt das DHA zu EPH oder EHA-Verhältnis. Ja? Dann Vitamin C. Habe ich hier von SEC Plus, ist auch sehr gut. Davon nehme ich 2 Kapseln am Tag. Ja? Davon nehme ich 5 am Tag. Vitamin Inject, das ist so Multimineral- und Vitaminkomplex. Davon nehme ich immer 2 Kapseln am Tag. D3 plus K2, davon nehme ich 3 Kapseln am Tag. Das entspricht 15.000 internationalen Einheiten. Ja? Dann Zink nehme ich auch immer eine am Tag. Glutamin, auch fürs Immunsystem wichtig, Leute. Dann habe ich hier Bohemia-Extrakt bzw. Weihrauch-Extrakt. Das ist aber nichts für euch. Das ist, also ich nehme das für meine Haut, kann man noch nehmen. So, was hier drin natürlich fehlt, was bei den ganzen Subs fehlt, wäre natürlich nochmal OPC. Ne? Traumkernextrakt, sehr gut für Haut und so weiter und alles mögliche. Ey, Traumkernextrakt ist wirklich Killer. Das fehlt mir gerade, das brauche ich noch. Ansonsten, das sind so die Subs, die ich nehme. Die nehme ich auch jeden Tag. Ne? Also, ich zähle nochmal auf. 15.000 internationale Einheiten Vitamin D3 mit K2. 2 von den Vitamin C Kapseln, 2 von den Multivitaminpräparat Dingern, dann 50 Milligramm Zink und Glutamin und 5 Kapseln vom Fischöl, ne? 1000 Milligramm sind das, also 5 Gramm Fischöl am Tag. Ne? Das ist das, was ich auch so fahren werde jetzt in den 30 Tagen, ne? Jeden Tag. Schmeiße ich mir das dann rein und dann gucken wir mal. Ja, und wie gesagt, dazu dann halt so ein paar Nüsse, Mandeln, Paranuss, Macadamia und dann sollte der Hase laufen, ne? Ich zeige euch dann einfach mal gleich den Lachs, wenn er fertig ist, ne? Bis später. Ciao, ciao. So Leute, der Fisch ist ready, wie ihr seht. Und dazu gibt es gleich noch ein bisschen Grillgemüse, wie gesagt. Und dann haue ich mir das Ganze rein. Und später am Tag gibt es dann entweder, ich habe mir überlegt, noch ein bisschen Tomate, Mozzarella oder so. Oder je nachdem, wie groß der Hunger ist, entweder noch ein Grillkäse nochmal Chicken Wings. Muss ich mal gucken, ne? Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal die erste Mahlzeit und die haue ich mir mal jetzt eben rein. Ne? Bis später. Ciao. Ja, meine Freunde, wir sind gerade bei dem Grillgemüse, wie wir hier sehen. Ja, kommt der Deckel drauf. So. Und dann warten wir mal, bis das fertig ist. Fisch habe ich weggezogen. Zu dem Grillgemüse kommt jetzt noch ein bisschen Feta-Käse. Und dann
haue ich mir, glaube ich, noch eine halbe Packung Macadamia rein. Das sind so 350 Kilokalorien ungefähr, die Macadamia-Nüsse. Das Gemüse hat jetzt so gut wie gar nichts. Der Feta hat ein bisschen was. Der Fisch hatte so gut wie gar nichts. Also grob überschlagen, Pi mal Daumen, bin ich mit gestern und heute, ich glaube, ich habe jeweils so um die 1500 Kalorien gegessen. Ungefähr, so um den Dreh. 1600 vielleicht. Auf jeden Fall unter 2000. Könnt ihr auch zusammenrechnen, die Zutaten. Vielleicht mache ich das später nochmal, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich da nicht so viel Bock drauf, die Zutaten noch zu berechnen. Heute Morgen ging es mir noch gut, beziehungsweise nach dem Aufstehen. Ich bin ja nicht morgens aufgestanden. Nach dem Aufstehen ging es mir noch gut. Ich muss sagen, mittlerweile merke ich den Zuckerentzug bzw. Kohlenhydratentzug. Ne? Knallt schon rein, zieht am Kopf. Aber ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ne? Früher, als ich noch regelmäßig Kraftsporttraining gemacht habe, fünfmal die Woche und so, da habe ich diese Form der Ernährung auch schon ein paar Mal durchgezogen. Und ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass es was bringt. Und amüsant sind da manche Kommentare, wo dann Leute sagen, ah, der packt das sowieso nicht oder ohne Sport bringt das nichts und so. Richtige Schlaumeier, Alter. Richtige Schlaumeier. Die Leute vergessen irgendwie, dass ich erst in den letzten 2-3 Jahren so zugenommen habe, dass ich mein Leben lang trainiert habe. Ich würde schon sagen, dass das was bringt. Aber wir werden es ja am Ende der 30 Tage sehen. Soll mich das noch mehr motivieren, wenn Leute schreiben, der packt das nicht oder ohne Sport bringt das nichts. Natürlich würde ich auch liebend gerne zum Sport gehen. Nur ganz ehrlich, ich habe hier zu Hause keinen Bock auf irgendwelche Hampelmann-Übungen oder auf Kniebeugen oder sonst wie was. Ich bin jemand, der trainiert im Studio. Ja? Ich habe im Moment keine Möglichkeiten für ein Studio. Wenn ich die Möglichkeiten hätte, würde ich natürlich trainieren gehen im Studio. Ja? Würde ich mein übliches Sportprogramm fahren. Aber das geht ja nicht. Ne? Lockdown. Ich weiß nicht, aus welchen Ländern die Leute kommen, die mir sagen, ich soll trainieren gehen. Aber naja, passt schon. Ansonsten, ja, ich warte jetzt noch auf mein Essen. Ich weiß gar nicht, ob ich später nochmal was futter. Wie gesagt, höchstens irgendwie so ein Tomaten-Mozzarella-Salat oder so. Mehr auf jeden Fall heute nicht. Die Chicken Wings, die klemme ich mir. Das brauche ich nicht, habe ich nicht den Bedarf drauf. Weiß ich nicht. So, wenn ich nochmal Hunger kriegen sollte, dann irgendwie nochmal eine Dose Thunfisch zu dem Mozzarella-Salat oder so. Aber mehr auf gar keinen Fall. So. Ja, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein dann. Ich weiß nicht, so Grillgemüse kennt ihr, ne? Habe ich euch jetzt gezeigt. Kann ich euch gerne nochmal zeigen, wenn es fertig ist, aber ich glaube, vielleicht ist es sogar schon fertig. Gucken wir mal eben nach. Geht ja eigentlich relativ zügig. So. Ja. Auf jeden Fall ein bisschen mit der Hitze runter. So. War vielleicht ein bisschen zu heiß. Und ja, dann hätten wir das für heute. Wie gesagt, ich nehme ja immer für denselben Tag auf. Ja? Also das Video, was ihr heute sehen werdet, das ist auch das, was ich dann tatsächlich heute gegessen habe. Und deswegen erzähle ich halt, was ich dann später noch essen würde. Ne? Nur, ich habe das jetzt so gemacht, durch den Tagesrhythmus und so, bringt ja nichts, wenn ich das Ding hier erst um 12 Uhr hochlade, weil ich um 12 Uhr nochmal einen Tomate-Mozzarella-Salat esse. Ne? Was ich machen kann, ist bei dem Tag 3-Video nochmal wirklich ergänzen und am Anfang irgendwie eine Liste machen, was ich denn tatsächlich am Vortag wirklich alles verputzt habe. Das könnte man machen, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und dann könnt ihr das ein bisschen besser festhalten, ja? Und euch das angucken.
Okay, dann würde ich sagen, hau da rein. Wir sehen uns dann am Morgen wieder bei Tag 3. Tag 2 fängt auf jeden Fall jetzt abends an, ein bisschen beschissen zu werden. Aber das ist normal. Die erste Woche ist die härteste Woche. Die ersten 1-2 Wochen. Und danach geht's. Und mal gucken. Vielleicht verlängern wir am Ende der 30 Tage einfach auf 60, wenn es gut läuft. Das werden wir dann alles noch sehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao. Peace.